Und da ist er auf der Strecke. Vom Porsche GT3 RS von Stefan Rudin, 1:35.69, aktuell Platz 2 hinter Lars Brügger. Gespannt, ob er eine Zeitverbesserung schafft. Ich schätze, ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Er fährt in der Gruppe G. Ja, und Alexander Peigert hier mit einer 1:49.07. Gucken wir mal. Der GT3 RS ist ein wunderschönes Fahrzeug. Wie gesagt, es ist ein Sammlerfahrzeug. Und ich wünsche ihm alles Gute, dass er sauber hochkommt und keine Macke reinfährt. Rainer Trümmer auch im Ziel mit einer 1:44.87. Ah, 2 Sekunden langsamer wie vorhin. ADAC für den AC Stein im ADAC. Ah, und Lars Brügger im Ziel mit einer 1:29.94, also nochmal verbessert zu seinem ersten Wertungslauf. Ja, ich glaube, wenn er noch 3 Wertungsläufe fahren würde, würden wir noch weiter runterkommen, weil wenn du erstmal so drinne bist im Floh, ne, dann, aber das ist so, 2 Wertungsläufe und sehr gut gemacht, deutlich verbessert nochmal und aktuell auch führender. Das war eine super Leistung, ja, die Schallmauer von 1:30 durchbrochen. Ja, da kann ich.
Der kann GSI war ein beliebtes Fahrzeug. Oder die Uhr läuft für Robert Bauer, der mit einer 1:44:44 im Ziel ist. Das ist dann was, wo er heute Abend nochmal einen drauf ausgeben kann. Schnapszahlen, die hier gefahren werden. Und da gucken wir jetzt mal. Die Stadt steht nur die Startnummer 24. Der Ich denke, er kann noch eine Verbesserung erzielen. Er ist 54 Jahre alt, er fährt für den AC Schweinfurt auf seinem Reifen BB 23 IS. Fuji Lenza Evo 8. Ja, und im Ziel angekommen mit einer 1:48:30 Lothar Zettler. Diesmal sind es drei gewesen, damit die Fahrer auch duschen können und geordnete sanitäre Verhältnisse vorfinden. Schubprozessautomation, der Steffen Stumpf unterstützt uns auch schon seit vielen Jahren mit, auch finanziell, und wenn wir irgendwas brauchen, ist er auch dabei. Die Brauerei natürlich in Steinbach, die es seit 2020 gibt, und der ein oder andere konnte das Bier gestern Abend schon im Fahrerlager trinken. Das Restaurant Bierfall mittlerweile, wo auch der eine oder andere Fahrer an der Stelle schon mal was essen und trinken war. Aus dem eigenen Verein Sebastian Möller und seinem Fahrzeugdienst und die Firma Habeck, die Matthias Habeck, haben hier für die Lokale für uns und unsere Sponsorwiese. Wir haben natürlich auch viel Abfall und der muss gewollt werden. Umweltservice an der Stelle sorgt für die Entsorgung und der Lüfter auch. An der Strecke, die Firma Comedat, die uns dabei unterstützt, dass das auch abgesetzt wird.
ist 31 Jahre alt, fährt einen Ford Fiesta GT in der Gruppe F. Und er kommt aus Liebenau. Und war... Und startet auf einem VW Golf GTI in der Gruppe F. Ist oben im Ziel angekommen mit einer Zielzeit von 1:37,98. Schnelles Auto fertig gemacht. Das Team steht hier rechts neben mir und wir hoffen natürlich auf einen guten Verlauf jetzt des Trainings. Ja, man muss auch dazu sagen, Sebastian steht am Start, aber wir haben jetzt erstmal eine Unterbrechung. Ich muss kurz nachfragen, was ist passiert. Wir hatten auf Posten 4 einen Leitplankenkontakt. Jetzt warten wir. Roland Banner ist am Start und er fährt und er startet jetzt. Marcel Schuhheim ist im Ziel mit seinem Evo 8 angekommen. 1:42,34. Und Mark Kemmler ist im Ziel mit einer Zielzeit von 1:35,36. Also die Vermutung ist hier unten, die wir unten hatten, dass es eine gute 30er Zeit wird. Ja. Ja, um mal eine kleine Orientierung zu geben, also Markus Fischig ist momentan mit der 1:29,18 in dem Bereich. Der schnell. Er ist 60 Jahre alt, kommt aus Solingen, fährt einen BMW 320 und der Bewerber ist der Motorsport, die Motorsportbranche Solingen. Und Sebastian Rutziger ist im Ziel angekommen mit seinem BMW mit einer.
32. Der Mike Röder, er ist 49 Jahre alt, auf seinem BMW 316 ES und startet in der Gruppe F. Er startet für den ADAC Pfalz. Motorsport betreibt er seit 1987. Er wird unterstützt von dem Franz Koop, das ist ein altes Urgestein im Bergrennsport, Rennsport und Fahrsport. Jetzt steht nur die Startnummer 40, der Mike Lelek. Er ist 23 Jahre alt, er kommt aus Weiterfeld, fährt einen Golf GTI in der Gruppe F. Motorsport betreibt er seit 2018. Michael Turner, Mazda MX-5, Zielzeit 1:28:35 und damit aktuell schnellster. Markus, ich denke, wir haben unseren Zuschauern nicht zu viel versprochen. Wir haben schon gesehen, was da kommt. Er ist Malermeister und wie ich ein glühender Clubfan. Leider Gottes heißt das so, willst du mal den Club ganz oben stehen? 10 musst du die Tabelle drehen. Den Classic Berg Cup gewonnen. 2014 war der 7. in der deutschen Bergmeisterschaft. ADAC Pfalz auf seinem BMW E30-320. Meisterschaft fährt einen Mazda MX-5 in der Gruppe H. Der Werner Neuringer. Er ist 44 Jahre alt, kommt aus Berlin. Er kommt aus Fürth und fährt einen Opel Corsa in der Gruppe A. Und der Sponsor ist der Hildesheimer Automobilclub. Wunderschön zurecht gemacht und das Auto geht auch wirklich.
wirklich sehr gut. Man darf nicht vergessen, dieses Fahrzeug ist aber bald 50 Jahre alt. Bergkampf gewonnen, er hat mehrere Klassensiege gefahren, auch Gruppensiege in dem Klassik-Bergkampf. Also ist er wirklich ein richtiges Talent und ist auch ein richtig schneller Mann. Heiko,
wechselt hier jeden Tag die Autos, da kommst du ganz durcheinander. Gestern fährt er nur zum Fiat Abarth und heute bringt er hier so einen Schirm mit, so ein bisschen mit. Na? In der Gruppe A, Stefan Lauster, er ist 55 Jahre alt. Er kommt aus Schotten und fährt seit 2023 im Bergrennsport. Der Andri Jeuschitte, er ist 53 Jahre alt, kommt aus Hertige, fährt einen BMW 36 M3 in der Gruppe H. Ja, und Stefan Lauster ist auch im Ziel mit einer Zielzeit von 1:42,90 auf dem Mercedes-Benz 190 DDR-Rennpickup. Er betreibt Motorsport seit 1988. Martin Gass. Hans-Martin ist 64 Jahre alt, kommt aus Kösching, fährt mit dem wunderschön aufgebauten Audi A3 TFSI in der Gruppe H. So, Hans-Martin Gass fährt seit 1988. Der Christian Redomski, er fährt für den MSC Groß-Dölln in der Gruppe H auf einem BMW E30. Der Bewerber ist die Scuderia Avus aus Berlin. Die Startnummer 86, Felix Butzisch. Er kommt aus Berlin, fährt in der Gruppe H ein BMW 330 RS. Er ist der Teamkollege von dem Fuhlsitter. Am Start steht nun Steffen Hoffmann mit der Startnummer 87. Er war gestern richtig schnell unterwegs, dann ist sein Sohn auf das Auto gestiegen. Und seitdem gibt es Probleme. Er zeigt mir gerade an, das Fahrzeug funktioniert wohl immer noch nicht richtig. Schauen wir mal, was dabei rauskommt.